das eigene Herz nicht länger zu verraten und zu verkaufen. Das ist nur möglich, wenn man zuvor durch einen geschützten Raum geführt wird, in dem einen die sanftmütige Gewissheit bewirtet und birgt, dass man dem eigenen Herzen bedingungslos vertrauen darf. Der Geist der Welt wird sich allerdings immer aufbäumen, sobald diese Gewissheit einem die Tür zu diesem Raum auch nur aufhält und einen freundlich einzutreten bittet. Er wird sagen, ach, Naivchen, gerade das ist ja ganz falsch. Es ist nicht mehr als das Geschwätz von Schwärmern und Träumern. Jeder weiß doch, das eigene Herz führt uns auf Fährten des Unglücks, des Verbotenen, hinfort von Gott, hinfort von jedem Segen, weil es nämlich böse ist. Was sagst du da? Dein Herz sagt, du willst Schriftsteller werden, Bildhauer, Musiker, Hebamme, du willst sein, was du bist. Was soll das sein? Nein, mach was Anständiges. Nur ein Träumer bist du. Und der Wert der Träume verliert sich im harten Wind der Realität. Was? Dein Herz sagt, die Kunst des Liebens willst du erlernen? Jetzt mach dich doch nicht vollends lächerlich. Schuster, bleib mal lieber bei unserem Leisten. Aber plötzlich die Frage, und wo kommt die jetzt her? Ist es denn ein Wunder, dass die ganze Welt in Ketten liegt, wenn ihre Götter allesamt leidenschaftliche Gefängniswärter sind?